Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Warframe-Bildvideo, diesmal zu dem dunklen Wandelschwert. Ein weiteres Mal, denn es gibt ja eine weitere Form. Genau, das dunkle Wandelschwert ist eine spezielle Waffe, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Man bekommt es aus dem Tenno-Labor, heißt man kann es im Tenno-Labor erforschen, die Blaupause in eurem Clan-Dojo. Kann man dann nachbauen, lohnt sich auch theoretisch, ist eine ganz gute Waffe an sich. Und halt diese Besonderheit macht es speziell. Die Besonderheit ist, wir haben hier eine Haltungsmod für Dualschwerter. Dann wird es ein Dualschwert, wie wir gerade gesehen haben. Jetzt haben wir eine Haltung für schwere Klinge drin. Das geht nämlich hier auch. Und dann ist es eine schwere Klinge. Die Stats verändern sich natürlich damit auch. Aber nur minimal. Deswegen, naja, es moddet sich anders. Kommen wir zum Bild. Ich habe Wirbelnder Tiger drin, einfach weil die Polarität vorgegeben ist. Ihr könnt da auch andere Sachen reinmachen, das ist euch überlassen. Blutrausch für mehr Crit-Schaden, Stachhörer mit dem Kombo-Multiplikator. Ich benutze den Naramon-Fokus, das heißt, mein Kombo-Multiplikator wird nur Schritt für Schritt zurückgesetzt, anstatt ganz zu verschwinden. Damit sparen wir uns einen Mod wie driftende Berührung oder Opferzahl, der unsere Kombodauer erhöht. Dann Zustandsüberladung benutze ich häufig in Nahkampfwaffen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal erklären muss, aber ich mache es trotzdem. Plus 80% Nahkampfschaden für jeden wirkenden Statuseffekt auf dem Gegner. Was bedeutet das? Wir haben Durchschlag, Schnitt, Hitze, Strahlung, Virus, Korrosion. Das sind 5 unterschiedliche Statuseffekte. Heißt, wenn wir die alle auf unseren Gegner drauf haben, dazu muss der Gegner natürlich so lange überleben, dann haben wir plus 400% Nahkampfschaden. Das ist mehr als doppelt so viel wie Prime Druckpunkt. Womit wir beim nächsten Mod sind, also Prime Druckpunkt, Standard Mod ist mit drin, Prime Raserei, Angriffsgeschwindigkeit plus Prime Reichweite, mehr Reichweite. Wenn ihr die Prime Sachen nicht habt, macht die normalen Versionen rein. Ansonsten ansteckende Plage, bösartiger Frost für Virusschaden und vulkanische Schneide für Hitzeschaden. In der Theorie könnte man statt vulkanische Schneide Ausweider reinnehmen. Ich habe es getestet, der Unterschied ist nicht so groß. Man kann aber auch, und da haben wir ein bisschen mehr Damage, aber halt weniger Statuschance. Wo haben wir es? Schmelzender Einschlag reinnehmen. Das gibt uns plus 30% Hitze, aber ein bisschen weniger Statuschance. Ich bin jetzt bei diesem Bild stehen geblieben. Das ist solide, das ist gut. Kann man mitarbeiten. So. Dann gucken wir uns das Ganze an Level 185 Corrupted Heavy Gunner. Ich benutze natürlich das Arcana Heap in meinem Warframe. Heißt, wenn wir einen Gegner treffen, haben wir eine gewisse Chance, dass unsere Angriffsgeschwindigkeit erhöht wird. Und zwar um 60%. Das ist jetzt oben gerade der Fall. Arcana Heap ist aktiv. 60% Angriffsbonus. Wir bauen den Kombo-Multiplikator auf. Sind bei 12. Und ja, schneiden uns schön durch die Gegner durch. Hillspeed ist durchaus okay. Was sage ich durchaus okay? Er ist gut. Der Killspeed ist gut. Für eine Waffe, die nicht Prime ist und so lange wie diese Waffe schon im Spiel drin ist, eigentlich sehr gut. Also für eine Nicht-Prime-Waffe würde ich sagen, top. Ja. Das waren 20 Corrupted Heavy Gunner auf Level 185. Das können wir uns natürlich auch nochmal unpausiert angucken. Das macht einen minimalen Unterschied. Aber an sich, die Waffe ist solide. Sagen wir es so. Und das, es hat mich wirklich erstaunt, dass die Waffe gar nicht mal so schlecht ist. Da das dunkle Wandelschwert als Heavy Blade gar nicht mal so gut ist, dachte ich von den Dualschwertern, ja, da können wir nicht viel erwarten. Aber das Ergebnis lässt sich sehen.
Ja, jetzt, wo die Heavy Gunner hier halt alle kreuz und quer stehen, dauert das natürlich ein bisschen länger, die platt zu machen. Aber ja. Ich denke, das Ergebnis ist klar. Lässt sich auf jeden Fall mitspielen. Sieht auch sehr cool aus mit den Effekten, da wir drei unterschiedliche Elementareffekte haben, sieht das Ganze ziemlich nice aus, auch wenn wir angreifen. Dementsprechend, so sieht das Bild aus. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns in einem weiteren Warframe-Video. Bis dahin, ciao, ciao.